Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Build Fallout 4 Rise of the Commonwealth. Bevor wir anfangen zu bauen, würde ich euch gerne noch gleich eine Mod zeigen. Aber erstmal baue ich hier alles ab, was die mir verwerten könnten. Okay, die Pumpe lasse ich stehen, denn ich habe Durst. Wie ihr wisst, die reißen ja meine Chemiestation, Rüstungswerkbank und alles weg. Und ich wollte euch die Kleidung zeigen, also die Mod, die ich mir da habe untergeladen. Ich esse nur schnell was und dann kann es auch schon losgehen. Gut. So, ich hoffe, sie funktioniert. Also bei meinen privaten ging es. Ich war noch nie sonderlich gut mit Hammer und Nägeln. Ah, hier. Ich werde mal jedes Modell einmal machen. So. Gut. Dann fangen wir an. Wir können die Kleidung auch gleich noch aufbessern, aber erst einmal zeige ich euch die Kleidung. Das ist ein Modell. Man kann jede Rüstung dran tragen. Gibt es einmal mit Rock und dann mit Hose. Ne? Nett. Man kann die Farbe auch ändern, das zeige ich euch dann gleich. Das wäre einmal sowas. Das finde ich niedlich. Ist mein spezieller Favorit. Mit der Bluse. Oder so. Das sind die vier Varianten. Jetzt gehen wir zur Rüstungswerkbank. Rüstungswerkbank. Dann ach, da habe ich auf einmal Mods. Sach an. Dem traue ich noch nicht so. Denn wenn ich da was machen will, auf einmal. Oh, jetzt ist nicht. Okay. Also, Vestshirt und Trousers haben wir ja an. Wir können. Wie ihr seht, ohne Extras haben wir Schadensresistenz von 30, dann 10 jeweils. Zusätzliche Taschen können wir mehr tragen. Gepolstert, Leichtbau, mit Taschen nochmal isoliert. Man kann sie also aufbessern. Wie ganz normale andere Rüstungen, dass wir abschirmen, wäre natürlich super gut. Bleiverkleidet haben wir auch. Man kann also alles damit machen. Und mit dieser Rüstung haben wir Stärke und Beweglichkeit mit dieser Kleidung. So. Ich mache jetzt einfach mal Taschen. So. Dann können wir die Farbe ändern. Das Shirt lassen wir mal weiß. Dann können wir hier sagen, zum Beispiel blau. Ja. Die Booties, also die Schuhe, machen wir doch einfach alles komplett blau. Trousers machen wir auch blau. So, das wäre jetzt die blaue Variante. Dann können wir aber auch umändern im Black oder Burgundi. Burgundi finde ich eigentlich noch sehr hübsch. Passt zu meinen Haarfarbe. Booties machen wir auch Burgundi. Und auch Burgundi. So, das sieht dann so aus.
Wie gesagt, jede Rüstung kann man draufbauen. Mit der Kleidung haben wir was? Welches haben wir denn jetzt an? Wo ist es denn jetzt? Das haben wir Stärke und Beweglichkeit. Mein Favorit, das hier, haben wir Charisma und Glück. Ja. Wir können jetzt 327 tragen. Wenn wir das anziehen, nur 297. Das heißt, das Kleidchen können wir jetzt uns auch noch herstellen. Das hätte ich gerne auch mit Taschen. Aber das ist ja das gleiche, oder? Ich glaube, das kann man mehr tragen. Okay, dann Shirt White. Und das hätte ich aber gerne in Schwarz. Die Boots auch in Schwarz. Und den Rock auch in Schwarz. Und wir sehen so aus. Ob ich einen Groll hege? Einen ganzen Sack voll sogar. Also ich finde es nicht schlecht. Mir gefällt es so. Ich würde aber eher Burgundi nehmen, oder? Als Schwarz. Burgundi würde ich gerne nehmen. Aber ich wollte euch zeigen wegen Kleidung. Aber ich habe jetzt nichts Großartiges. Ich habe die zwei Sachen nur. Man kann also wirklich alles dranlegen. Bei dem Brustteil kann es sein, dass es ein bisschen durchschimmert. Aber wie ihr seht, man kann... Ich könnte jetzt von ihm ein paar Sachen nehmen, habe ich aber keine Lust. Ich gucke nachher mal, wo meine Sachen... Wo habe ich die eigentlich alle gelassen, meine Sachen? Bei Sanctuary oder hier? Dann... die zwei Sachen haben wir schon. Können wir das dann noch verändern? Die Taschen... Dann ja, machen wir einfach mal grün. Das ist auch grün. Das ist auch grün. Dann ziehen wir uns das mal an. War das, oder? Ja, das ist halt der Grünton. Auch nett, nur das Oberteil finde ich nicht so. Mir gefällt das andere besser. Wie gesagt, Charisma und Ausdauer halt. Und hier wieder Stärke und Beweglichkeit. Also mit Hose ist immer Stärke und Beweglichkeit. So, wie ihr seht, wir können unsere Rüstung dazu tragen. Zum Beispiel, das könnten wir ja mal ganz in Weiß machen. Machen wir das doch mal. Auch mit Taschen einfach. Booties machen wir. Können wir mal so lassen. Das machen wir in Weiß. Man kann natürlich jetzt auch sagen, ach, die Hose, da habe ich Bock drauf. Oder das Oberteil in Blau. Und die Booties können wir in Schwarz machen, zum Beispiel. Zack. Also man kann auch die Farben damit kombinieren. So. Sowas. Ja. Aber mein Favorit ist halt, muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir eigentlich am besten. Das. Nur nicht vielleicht gerade in Schwarz. Ich mache es mir in Burgundi.
in Burgundi. Shirt lassen wir in Weiß. Weil es passt genau zu der Haarfarbe. Dann sind wir auch modisch. Ja. So. Verlassen. Bei dir sieht das so einfach aus. Ja, ne? Also ich finde, das sieht nett aus. So laufen wir jetzt ein bisschen rum. Zum Bauen. Ja. Wir bauen. Aber erstmal muss ich, wie gesagt, meine Sachen abreißen. Die Mutterbeeren kommen lassen, die Tomatoes und so. Aber hier, die hier. Die nehmen wir mit. Die werden nämlich sonst verschrottet. Haben wir sonst noch welche hier? Da ist noch einer. Einsacken. Ist auch noch einer. Einsacken. Ja. Wie ihr seht, unter dem Smiley ist ja dieses Hammerzeichen. Und darunter zeigt es 16 Leute. Oh, so viele Katzen. 1, 2, 3 Katzen. Ja. Und dann steht da, es ist ziemlich. Ich werde es mal vergrößern. Konnte man gerade eine Unterhose sehen? Oh. ich muss gleich sowieso ein bisschen was abladen. Ich bin wieder voll. Ja. Damit man das besser sieht. Ja, okay. Option. Gut, Option. Nee, das. Hä? Das sah früher mal größer aus. Naja. Nein. Nun gut, es ist halt nur. Ja, jetzt ist es größer. Okay. Unterhose wollte ich nicht sehen, Mensch. Du siehst gefährlich aus. Also. Hoffentlich bist du nicht meine wegen hier. Da steht L-1 0%. Ja. Ich nehme an, das heißt Level 1 0%. Und 16 Leute sind hier. Wenn wir jetzt nach Sanctuary gehen würden, wir gehen mal bis zur Grenze. Ach, ich habe Angst, dass das Spiel abstürzt. Ich speichere mal eben. Tut mir leid, ich muss abspeichern. Weil, naja, es ist ja voll, glaube ich, in Sanctuary. Alles voll gebaut. Ja, danke. Abgespeichert. Ja, ja, Ermüdung. Wir gehen mal Richtung Sanctuary. Dann seht ihr gleich unten auf der Skala. Ich glaube, da sind 23 oder 7. Da sind 27 Leute. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Und. Ich werde es euch gleich zeigen. Ja, es ruckelt sehr stark. Tut mir leid. Das ist halt. Ne? Sanctuary. Also, wie ihr seht, 24 von 23 Leuten. Das heißt, die Siedlung ist für 23 Leute, aber wir haben 24. Und Level 3 haben wir erreicht, 100%. Das schreit ja förmlich danach, dass wir mal da reingehen. Hä? Komm, wir machen. Gehen wir rein. Also, das ist jetzt Level 3. Das heißt wahrscheinlich auch komplett fertig. Mein Gott. Was für ein Schrotthaufen. Ja. Tür. Kommen wir hier rein? Ich wollte schon sagen, die Tür müssen wir noch öffnen. Hier, Powerrüstung. Die uns aber nicht gehört. Da ist auch nichts drin. Türen. Und hier, was soll es hier sein? Einfach so eine Tür.
Hier ist unser Örtchen. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Ja, haben wir eigentlich Wackelpuppen noch? Ich glaube nicht. Wir können ja mal gucken. Ich habe da schon lange nicht mehr drauf geachtet. Nein, 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 nein. Aber wir haben ein paar Comics, die wir ablegen können. Aber Wackelpuppen habe ich wirklich keine mehr gefunden. Doch, wir haben eine. Stimmt, von Atomcats. Oh, bitte sag nicht, ich bin zwischenzeitlich gestorben und habe mich gespeichert. Oh ne, dann würde ich mich an meinen Popo treten. Ne, da. Sonst noch eine? Nein. So, drei Stück habe ich. Oh, das steht überhaupt blöd da. Ja, hier ist alles voll. Wo soll ich denn meinen Kram unterbringen, sagt mal. Oh Gott. Kaliber 50, sehr gut. Nehm mit. Großes Magazin, Kampfgewehr, Schalke und Impulpistole. Das sind alles Sachen wahrscheinlich, die wir. Na, ich mach mal so. Die wir mal hierhin geschickt haben. Munition. Sachen, die wir nicht nehmen können. Das ist unsere Waffenkammer. Okay, hier ist halt Schrotthaufen. Ja, was mache ich jetzt gemeinsam? Überall Schreibtische, was haben wir hier drin? 38er Patron, Taschenmech, Impro-Pistole. Ach, hier ist eine Waffenfabrik. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Aha. Ja, wo mache ich denn meine Wackelpuppen? Frage. Nächste Frage. Komm schon. Kann ich den hinstellen? Ist ja alles hier ver... Ja. Hier so. Oh. Ist wirklich alles verbaut und ver... Ich häng da fest. Ja, wo stellen wir das hin? Das muss da stehen. Dich stellen wir hier in die Ecke. So. Ich habe nämlich noch ein bisschen was zum Sortieren hier. So. Ja, ich denke mal, dass wir unsere Homebase woanders machen müssen. Uns selber noch mal ein Häuschen irgendwo bauen, wo wir unsere Sachen unterbringen können. Denn so geht's ja nicht. Sonst noch was? Noch mehr? Fertig. Hey, wie geht es dir? Gut, gut, danke. Und die Figürchen, die wir haben, die kann man, glaube ich, auf den Schreibtisch stellen. Ja. Aha. Hier ist auch nochmal 3-8-Schrottpatronen. Und ein paar Waffen. Sehr schön. Mr. Handy Treibstoff. Ein paar Kisten, wo wir wahrscheinlich was reintun können. Laborflasche, leere Blutsack, 10mm Patronen, Silbergabel, Reagenzglas, Staubwedel. Schön, schön. Das ist unsere Basis. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, nein, die mich ausspionieren wollen. Bin ich nicht. So, jetzt wollen wir aber hier raus. Und zwar geht's hier raus. Wir gehen mal nach oben. Hier hat es sich einer bequem gemacht. Hat jetzt auch eine nette Küche hier. Ja, sehr schön.
Da geht's nicht weiter, ne? Ja, ich habe ja noch ein Spiel am Lauf nebenbei, sozusagen, was ich privat spiele. Ich würde 100 Meilen weit gehen, wenn ich wüsste, dass am Ende ein Haufen Kronkorken auf mich wartet. Das hat folgenden Grund. Oh, schöner Teppich. Ich dachte mir, ich mache zwar jetzt hier Let's Build Rise of the Commonwealth, dass ich aber hier Let's Build Sim Settlement auch nochmal weitermache. Es dauert aber noch ein Weilchen. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe jetzt gerade erstmal Grey Garden befreien können. Jetzt bin ich für Oberland Station unterwegs. Und es dauert ein Weilchen, bis ich ein paar Siedlungen habe, die wir dann wieder bebauen können. Denn Sanctuary haben wir ja schon in Let's Build. Ah, hier könnte noch jemand wohnen, seht ihr. Dann haben wir hier noch, das ist Hydroponics und Research. Selbstgebaute Laborstation, sehr schön. Hier nochmal Laborstation. Improved Terminal. Okay. Cryogun Case. Fusionsinstitut, Runner und Fusionsinstitutslabor. Runner-Uniform. Inventar. Wow. Okay. Nett. Brauchen wir nicht. Erstmal. Bitte sehr. So, wir ziehen uns wieder an mit unserem das hier. So. Dann Kühlschrank. Ist nichts drin. Kann man da was kochen? Nein. Ist ziemlich laut hier. Mehr hier Hydraulics, keine Ahnung. Badezimmer. Was? Cool. Okay, funktioniert nicht. Ich will raus. Einmal drinnen, bist gefangen. Oh je. Ich bin gefangen. Dann machen wir Trick 17 jetzt. Komm schon! Oder auch nicht. Ich will hier raus. Ich komme nicht. Okay, ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Ich komme nicht raus. Das ist ein Witz. Das ist wirklich jetzt ein Witz. Ach, es gab mal einen Trick. Aber ich habe es vergessen. Irgendwie mit Konsole konnte man was schreiben. Aber nee, nee. Okay, dann beenden wir den Part. Unsere Neugier hat uns bestraft. Vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part werden wir uns dann noch ein bisschen Sanctuary anschauen und dann werden wir an der Red Rocket Rise of the Commonwealth machen. Also, bis dahin. Adios.